Tausende Migranten aus Mittelamerika haben auf ihrem Weg in die USA Mexiko-Stadt erreicht. Es ist die erste mehrerer Gruppen von Menschen, die seit Mitte Oktober vor Armut und Gewalt aus ihren Heimatländern fliehen. Sie kommen unter anderem aus Honduras und Guatemala. Die Regierungschefs dieser beiden Länder haben angekündigt, künftig hart gegen Teilnehmer und Organisatoren solcher Märsche vorzugehen. Sie reagieren damit auf die Drohung von US-Präsident Trump, Hilfsgelder zu streichen. Trump hatte zudem wiederholt gesagt, dass er die Migranten notfalls von US-Soldaten stoppen lassen will.